sieht's aus, das Watt. Viele kleine Häufchen, soweit das Auge reicht. Woher kommen die? Und wozu sind die gut? Der Biologe Niels Falkenborn und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut in Bremen gehen dieser Frage auf den Grund. Dazu gräbt der Forscher nach dem Verursacher der Haufen, dem Wattwurm. Bis zu 90% des Wattenmeers sind vom Wattwurm besiedelt. Bis zu 50 dieser Tiere leben auf einem Quadratmeter. Der Sand ist hier nur an seiner Oberfläche so schön gelbbraun. Darunter ist er dunkelgrau. Ob das auch mit den Würmern zu tun hat? Der Wissenschaftler nimmt die gesammelten Wattwürmer mit ins Labor, um zu untersuchen, was sie im Boden genau machen. Sobald der Wurm den Sand im Aquarium spürt, beginnt er sich einzubuddeln. Wattwürmer graben sich bis zu 30 cm tief ins Sediment ein. Sie fressen den Sand und scheiden ihn als Kringel wieder aus. Niels Falkenborn hat die Aquariumswand mit einer Spezialfolie beklebt. Der Biologe will wissen, ob sich der Sauerstoffgehalt im Boden durch die Aktivitäten des Wurms verändert. Mit seiner Apparatur, bestehend aus Optodenkamera und Computer, kann er den Sauerstoffgehalt des Wattbodens messen. Die Spezialkamera nimmt die Sauerstoffbilder über einen Zeitraum von mehreren Stunden auf. So ist es möglich, einen Zeitrafferfilm von der Sauerstoffverteilung im Wattboden zu erhalten. Für die Messungen muss das Aquarium mit blauen LEDs beleuchtet werden. Alle 30 Sekunden macht die Kamera ein Bild, um die Veränderungen festzuhalten. Während der Messung wird klar, dass es viele dunkle Bereiche gibt. Hier ist gar kein Sauerstoff im Sediment vorhanden. Je heller die Bereiche werden, desto mehr Sauerstoff befindet sich im Sand. Denn dort, wo der Wurm durch seine Bewegung einen Wasserstrom erzeugt, fließt Sauerstoff angereichertes Wasser in seine Höhle und in den Sand. Durch seine Aktivitäten schafft der Wattwurm lebensfreundliche Bedingungen für sich und die Mikroorganismen, die um ihn herum im Watt leben. Der Sauerstoff ist für sie lebenswichtig. An praktisch allen Küsten der Welt wird gebuddelt. Dieser Maulwurfkrebs lebt an der amerikanischen Westküste. Auch er gräbt tiefe Wohnhöhlen mit mehreren Öffnungen. An den Höhlenwänden färbt sich der Sand hell. Der Sauerstoff im Wasser sorgt dafür, dass alle chemischen Verbindungen an dieser Stelle oxidiert sind. Der Sand drumherum ist dunkel. Sulfatreduzierende Bakterien bilden Schwefelwasserstoff, der sich mit dem Eisen im Boden verbindet. Die entstehenden Eisensulfide färben den Sand dunkelgrau. Schwefelwasserstoff ist für viele Organismen giftig. Der Krebs buddelt nicht nur, er pumpt auch. Mit 20 Beinschlägen pro Minute schaufelt er das Wasser durch die Gänge. Dies tut er, hier im Zeitraffer, etwa alle 10 Minuten an verschiedenen Stellen in seiner Höhle. Und es gibt noch viele andere Arten, die Sauerstoff ins Sediment einbringen, in unterschiedlichen Tiefen. Durch die Optodenmessmethode wird dies sichtbar. Die einen pumpen, die anderen graben. Die Tiere im Watt belüften den Boden. Durch die Belüftung mit Sauerstoff wird der Schwefelwasserstoff zu Schwefel oder Sulfat oxidiert und damit unschädlich gemacht. Die Umwälzung des Bodens, die sogenannte Bioturbation, hält das Sediment außerdem grobkörnig und durchlässig. Innerhalb weniger Tage tauschen die Würmer das Wasser in den oberen 20 cm Boden einmal komplett aus. Ohne Bioturbation wäre das Leben im Watt längst nicht so vielfältig. Und der Sand wäre ein sulfidreicher, stinkender Matsch.